Wir haben ja sehr lange und sehr ausführlich miteinander diskutiert im Europäischen Rat. Und ich hatte ja gestern auch Ihnen Bericht erstattet über eine hochkomplexe Diskussion. Und ich darf heute berichten, dass wir ein Ergebnis erzielt haben in allen Punkten, die von Bedeutung sind. Und das hat natürlich Kraft gekostet und auch viel Engagement aller Beteiligten, auch viel Kompromissbereitschaft. Ich habe heute beim Reingehen gesagt, jeder wird sich ein Stück weit bewegen müssen. Und ich habe in den vergangenen Tagen ja auch immer wieder darauf hingewiesen, dass das Spannungsverhältnis zwischen Spitzenkandidat und einer Findung einer Mehrheit hier natürlich kein ganz einfaches ist, weil anders als vor 5 Jahren diesmal nicht zwei Parteien zusammen die Mehrheit im Europäischen Parlament haben, sondern sehr viel mehr zusammenkommen müssen, zumindest 3 politische Parteienfamilien, und dass wir auch in unserem Rat mehrere Ministerpräsidenten haben, die keiner dieser 3 Parteigruppen angehören. Deshalb will ich vorneweg sagen, bevor ich auf die Ergebnisse komme, dass ich insbesondere Manfred Weber, aber auch Frans Timmermans sehr herzlich danken möchte. Sie haben einen sehr guten Job gemacht und ich habe mich diesem Spitzenkandidatenprinzip auch verpflichtet gefühlt. Ich habe gestern vieles unternommen, auch zum Teil im Konflikt mit meinen eigenen Kollegen aus der EVP im Europäischen Rat, um alles zu tun, damit eine faire Lösung für Frans Timmermans und Manfred Weber gefunden werden kann. Das ist nicht gelungen und das liegt an der Konstellation. Und deshalb haben wir heute auch im Europäischen Rat einen Vorschlag unterbreitet, den ich unterstütze, dass Donald Tusk als Ratspräsident den Auftrag bekommt, mit dem Parlament in Person von Guy Verhofstadt, der das wieder mit den Fraktionen konsultiert, zu überlegen, wie wir in Zukunft eine solche missliche Situation vermeiden. Und ich glaube, es hat auch nicht zum Ergebnis in Richtung der Spitzenkandidaten beigetragen, dass zum Teil von Anfang an ein Spitzenkandidat, und das war Manfred Weber, als nicht geeignet oder nicht wählbar dargestellt wurde. Und das darf auch nie wieder passieren, finde ich, denn es gebührt den gegenseitigen Respekt für diejenigen, die in Wochen und Monaten durch Europa gefahren sind, sich dem Wahlkampf gestellt haben. Trotzdem haben wir jetzt heute ein Ergebnis gefunden und das bedeutet, dass für das Amt des Kommissionspräsidenten und man kann sagen zum ersten Mal der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nominiert wurde, einstimmig mit einer Enthaltung. Diese Enthaltung kam entsprechend den Regeln des deutschen Abstimmungsverhaltens von mir. Das haben wir so vereinbart in der Koalition, wenn es keine Einigkeit gibt, dass man sich dann enthält. Aber man kann sagen, ohne jede Gegenstimme ist das heute so verabschiedet worden. Zweitens ist gesagt worden, dass die Empfehlung ist, dass Frans Timmermans und auch Frau Vestager Vizepräsidenten mit einer guten und herausgehobenen Rolle sein sollen. Wir haben uns dann für Charles Michel entschieden als zukünftigen Ratspräsidenten. Auch diese Entscheidung ist einstimmig gefällt worden. Und wir haben uns dann eine Empfehlung abgegeben für eine Balance im Parlament, nämlich dass die Sozialisten die erste Hälfte des Parlamentszeitrahmens von 2,5 Jahren den Parlamentspräsidenten stellen und für die zweiten 2,5 Jahre dann die EVP. Namentlich wäre dann der Vorschlag der EVP hier Manfred Weber. Der Vorschlag des Europäischen Rates, Ursula von der Leyen an die Spitze der Kommission zu berufen, Charles Michel als Präsidenten des Rates, Josep Borrell als außenpolitischen Vertreter der EU und Christine Lagarde als Chefin der EZB, führt zu einem neuen europäischen Team mit 2 Frauen und 2 Männern, 4 Persönlichkeiten, die sich immer durch ihr extrem starkes Engagement für Europa ausgezeichnet haben, für die europäische Idee und für die Aufgaben, die ihnen heute anvertraut wurden, sofern die Bestätigungen erteilt werden.
das Kompetenzkriterium, das Kriterium der Erfahrung, der Parität und der politischen sowie geografischen Ausgewogenheit ist gewährleistet durch diese Entscheidung. Ich freue mich über diese Bildung eines neuen Teams, das übrigens vollständig frankophon ist. Also alle sprechen Französisch. Die EZB und die Kommission werden nun auch von Frauen geführt. Das ergibt sich aus den neuen politischen Gewichtungen im Zuge der europäischen Wahlen. Und diese Entscheidung entspricht auch der strategischen Agenda, die wir in ihren großen Zügen ja entwickelt haben. Die letzten Stunden waren entscheidend dafür, diesen positiven Akkord zu erreichen, dieses Einverständnis zu erreichen. Und dem Rat obliegen natürlich seine Prärogative, seine Vorrechte. Nun geht es darum, dass das Parlament zusammentritt und seine Entscheidung trifft. Und ich freue mich, dass die Kriterien, die ich nach den Europawahlen definiert habe, für unsere Effizienz, die nun auch umgesetzt werden können, trotz der Erwartungen und der Schwierigkeiten, die wir Sonntag und Montag erlebt haben, konnten all diese Kriterien erfüllt werden. Niemals konnte so schnell das komplette Team bestimmt werden, denn die Ratspräsidentschaft und die Hohe Vertretung, in dem Fall die Hohe Vertreterin, sind dafür ein leuchtendes Beispiel. Diese Übereinkunft ist auch das Ergebnis eines tiefen deutsch-französischen Einverständnisses. Frau Bundeskanzlerin Merkel und ich haben gemeinsam darüber diskutiert. Das zeigt auch die Fähigkeit, mit allen Partnern auf europäischer Ebene gemeinsam zusammenzuarbeiten, aus allen politischen Familien. Ich habe seit den Europawahlen sehr viele Gespräche geführt mit all diesen europäischen Familien und Gruppen. Ich habe mich bemüht, niemanden auszuschließen in dem Bestreben, einen solchen Konsens zu erzielen. Diese Entscheidung ist auch eine Entscheidung, die es nun ermöglicht, die europäische Spaltung zu verhindern. Weder politisch noch geografisch wird Europa gespalten werden. Das Europäische Parlament wird nun eine wichtige Abstimmung zu leisten haben. In den nächsten Tagen und Wochen werden die Weichen gestellt für diesen Mechanismus. Vor 5 Jahren hat es 3 Monate gedauert mit der Entscheidung und manche Staats- und Regierungschefs waren auch mit der Entscheidung nicht einverstanden. Diesmal haben wir es in 3 Tagen geschafft und keiner war dagegen. Auch wenn Deutschland sich der Stimme enthalten hat, was den Kommissionspräsidentin anbelangt, aufgrund von innerpolitischen Gründen. Aber das Paket wurde mit unterstützt. Als erstes einmal haben wir 2 Frauen und 2 Männer ausgesucht für diese 4 Spitzenposten, also gute Ausgewogenheit zwischen Mann und Frau. Das ist ja schön, das muss in Europa so sein. Und ich denke, dass es sich auch deswegen gelohnt hat, so lange auszuharren. Wir haben Ursula von der Leyen vorgeschlagen als nächste Präsidentin der Europäischen Kommission und Christine Lagarde wäre unsere Kandidatin für den Vorsitz in der Europäischen Zentralbank. Wir haben Charles Michel ausgesucht als nächsten Präsidenten im Europäischen Rat und auch Vorsitzende im Eurogipfel. Und Josep Borrell ist der Kandidat als hoher Vertreter für auswärtige Angelegenheiten in der Europäischen Union. Und jetzt wird das Europäische Parlament am Zuge sein und entscheiden darüber, ob Ursula von der Leyen Kommissionspräsidentin wird. Wenn sie das grüne Licht bekommt, dann ist sie die erste Frau an der Spitze der Kommission. Charles Michel hat ja eine lange Erfahrung und ist jetzt auch belgischer Premierminister gewesen. Und ich denke, dass er da gut vorbereitet, gut gerüstet ist in der Kompromisssuche zwischen den Mitgliedstaaten. Josep Borrell ist ja jetzt Minister, war auch Vorsitzender im Europäischen Parlament. Er ist ein überzeugter Europäer. Er wird die europäischen Interessen und Werte in der Welt verteidigen können. Christine Lagarde hat ja eine internationale Karriere und sie ist jetzt Verwaltungsdirektorin des IWF und sie wird
wäre wirklich die geeignete Kandidatin, um den Vorsitzenden der EZB zu führen. Und der Europäische Rat hat auch vernommen, dass Ursula von der Leyen die Absicht hat, Frans Timmermans und Margrethe Vestager als erste Vizepräsidentin der Kommission bei sich zu haben. Ursula von der Leyen wird sicher auch dafür sorgen, dass eine geografische Ausgewogenheit herrscht bei den Vizepräsidenten. Und ich möchte diesen neuen Spitzenpolitikern damit alles Gute wünschen. Wir alle wissen, dass dies Sache für das Parlament ist. Das Parlament entscheidet über diese Namen. Wir haben die Absicht, einen Parlamentspräsidenten aus den Reihen der Sozialdemokraten zu küren zum ersten Mal und einen Kandidaten von der EVP für die zweite Mandatshälfte. So haben wir uns das gedacht. Und alle Staats- und Regierungschefs haben betont, dass sie dem Parlament da die Entscheidungskraft zugestehen.